Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, den Mini-Teich aus einem Weinfass. Das Video kennst du bereits. Wenn nicht, werde ich dir das unten in der Videobeschreibung verlinken. Heute geht es um diesen Zylinder hier. Was das Ganze ist, wie du das Ganze machen kannst, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und zwar ist das Ganze ein Fischtube. Das ist eine Zylinder aus Acrylglas mit einem Deckel und einer Bodenplatte. Und das Ganze könnt ihr beispielsweise jetzt in einem Mini-Teich platzieren oder in einem Gartenteich oder ein Aquarium, je nachdem. Wir sehen jetzt hier ganz, ganz viele kleine Wasserflöhe, die sich versammelt haben. Und ich habe mir jetzt hier besorgt, das ist einfach für Kinder ein kleines Highlight, so kleine Seepferdchen, die im Dunkeln leuchten. Aber was brauchen wir als allererstes? Selbstverständlich brauchen wir einen Acrylglaszylinder. Den könnt ihr euch in unterschiedlichen Größen bzw. Längen bestellen. Passend dazu natürlich einen Deckel bzw. einen Deckel und eine Bodenplatte. Diese ist bereits schon fertig vorgefräst und mit einem Falz versehen. Dann müssen wir es anschließend nur noch verkleben. Dafür nehme ich einen Acrylfix. Vorsichtig, der ist ziemlich flüssig. Verwendet bitte Einweghandschuhe und geht wirklich sorgsam damit um. Nicht, dass ihr eure schöne Acrylglaszylinder damit beschmutzt oder versaut. Anschließend wird das Ganze einmal ringsherum aufgebracht, dieser Kleber. Der dichtet dann natürlich auch ab. Und dann können wir das Ganze miteinander verkleben. Wie gesagt, die ganzen Materialien, beispielsweise jetzt den Zylinder plus Bodenplatte plus Kleber, bekommt ihr bei Plattenzuschnitt 24. Einen passenden Rabattcode sowie den Link findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Im Anschluss verkleben wir das Ganze. Das ist wirklich sehr, sehr einfach, ein bisschen Druck zu geben. Ich habe jetzt hier eine große Glasvase verwendet. Übrigens ist das Ganze mit einer Schutzfolie versehen und die habe ich jetzt vorweg nicht abgezogen. Bei der Bodenplatte sieht es etwas anders aus. Bevor wir diese verkleben, möchte ich erstmal ringsherum ein paar Löcher hineinbohren oder sägen mit einer Kreissäge, damit auch die Fische später hineinschwimmen. Das kann ich euch empfehlen, wenn das Ganze für einen Gartenteich sein soll. Die Fische müssen ja irgendwo hineinschwimmen. Und bevor wir das Ganze verkleben, bohre ich dort mit einem Kreisschneider ein paar Löcher hinein. Ihr könnt natürlich das Ganze auch sehr, sehr vorsichtig mit einer Stichsäge machen. Und ich habe mir gedacht, wir schmeißen jetzt die Seerose raus. Sag mal, weil der Hund hier mal dran leckt. Und wir setzen den Fischtube jetzt hier ein. Die Seerose packe ich einfach drüber in einen anderen Teich hinein. Unser Zylinder ist soweit fertig getrocknet. Ich habe jetzt oben auch die Schutzfolie abgezogen. Das Ganze ist dicht und funktioniert wirklich super. Damit das Ganze jetzt nicht umkippt, packe ich unten nochmal Steine rein, damit das Ganze erstmal steht. Später, wenn das Ganze dann mit Wasser vollgesogen ist, ist ja logisch Schwerkraft, dann kann das, oder dann bleibt das Ganze stehen. So. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir jetzt das Wasser von einem Teich hier in diesen Zylinder rein? Das ist ganz, ganz einfach. Wir müssen einen Unterdruck erzeugen. Und ich hatte auch lange gegrübelt gehabt, wie haben das Leute gemacht? Es gibt welche, die haben jetzt oben ein Loch reingebohrt und füllen das Ganze mit Wasser auf und machen oben einen Stöpsel rein. Aber das finde ich persönlich nicht so wirklich schön. Ich nehme jetzt einfach einen Industriesauger. Einen Nass-Trockensauger. Den führe ich da unten rein ins Loch. Und dann drücke ich einfach auf Start und dann zieht er im Grunde die Luft raus und das Wasser geht dann rein. Parallel müsst ihr dafür aber sorgen, dass gleichzeitig hier Frischwasser reinkommt. Denn das sind hier ungefähr jetzt 20 Liter, die wir jetzt wegziehen vom Teich. Und das Teichvolumen bezieht sich wahrscheinlich auf 50, 60 Liter. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt gleich einen Wasserschlauch hier reinsetzen. Ich muss mal gucken, ob ich das Ganze reinkriege. Vielleicht nehme ich auch gleich einen ganz, ganz kleinen Schlauch und ummantel das mit Isolierband, damit ich hier nur einen ganz kleinen Schlauch reinsetzen muss. Und letztendlich hat es doch nicht so geklappt, wie ich es gedacht habe. So ein Staubsauger hat natürlich voll die Power und hat so einen Zylinder ganz schnell aufgesogen. Und wenn ich den jetzt ausmache, ist die Rückkopplung ja gegeben. Das heißt, ich müsste normalerweise hier ein Ventil haben, wo ich den Schlauch absperren könnte. Ich habe jetzt nochmal ganz schnell einen kleinen Schlauch mir besorgt. Und den dann reingesteckt. Natürlich könnt ihr das auch per Bund machen, Unterdruck erzeugen, aber dann saugt ihr euch wirklich wortwörtlich zu Tode. Ich habe das Ganze in einem Staubsauger rangehalten und dann habe ich das Ende immer zugehalten. Und das Schwierige daran ist jetzt, dass der Schlauch wirklich an der Spitze kommt und da habe ich mir einfach ein Stück Draht reingemacht. Ihr könnt natürlich auch ein Stück Styropor hier ranbinden, damit der Schlauch nach oben gelangt.
Und ja, wie ihr sehen könnt, ist das Ganze jetzt komplett dicht. Hier ist keine einzige Luftblase drin. Natürlich ist das Wasser jetzt so ein bisschen trüb. Ich lasse das Ganze erstmal absinken und ich denke, wir schauen uns das morgen mal an. Und jetzt ist mittlerweile ein Tag vergangen. Das Ganze sieht noch so ein bisschen trüber aus. Wir können jetzt hier oben sehen, wie die kleinen Wasserflöhe sich sammeln. Und das Ganze wird Stück für Stück klarer. Natürlich ist der Effekt viel, viel größer, wenn ihr das Ganze platziert an einem Gartenteich. Es war eher so ein Experiment jetzt mal. Aber es hat mir großen Spaß gemacht und ich bin mal gespannt, was Steffi dazu sagt. Wenn ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, unbedingt folgen, dann werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Ansonsten findet ihr wie immer alle Infos unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Da gibt es ein neues Projekt von Mr. Handwerk. Bis dann und viel Spaß beim Nachmachen.